Hallo liebe Cooking Friends, es freut mich total, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei Jetas Cooking World. Wenn du meinen Kanal noch nicht kennst, ich bin die Jeta, ich liebe es zu kochen und diese Leidenschaft teile ich super gerne auf YouTube mit dir. Im heutigen Video zeige ich dir das originale Carbonara-Rezept. Das originale italienische Rezept der Carbonara ist super simpel, aber trotzdem eine bombenhafte Explosion im Gaumen. Los geht's! Das Rezept ist aus drei Grundzutaten aufgebaut, und zwar Speck, Käse und Ei. Ich fange gleich mit dem Speck an, und hier ist wichtig zu erwähnen, dass bei dem originalen Carbonara-Rezept ein ungeräucherter Speck mit sehr hohem Fettgehalt und einem sehr intensiven Aroma zur Anwendung kommt. Und zwar handelt es sich beim Speck um ein Guanciale. Alternativ zum Guanciale kannst du gerne auch ein Pancetta nehmen. Im originalen Carbonara-Rezept kommt kein Speck oder Bacon, wie wir ihn aus dem Supermarkt kennen, zur Anwendung, da dieser geräuchert ist und einfach dem originalen Rezept oder dem Gericht eine andere Geschmacksrichtung verleiht, die man nicht haben möchte. Ich schneide als erstes den Guanciale in Streifen und überführe die Streifen in die noch kalte Pfanne. Erst nachdem ich die Streifen in die Pfanne gegeben habe, drehe ich die Hitze auf mittlerer Stufe auf. Da der Guanciale einen Fettanteil von etwa 70% hat, wird zum Anbraten kein Öl verwendet, sondern der Speck wird langsam in seinem eigenen Fett angebraten. Ich lasse den Guanciale für so lange bei mittlerer Hitze anbraten, bis er etwa eine goldbraune Farbe angenommen hat und trotzdem noch eine schön weiche Konsistenz hat. In etwa so sollte das Ganze aussehen. Weiter geht es mit der Soße für die Carbonara. Viele glauben, dass man ja für die Soße bei der Carbonara Sahne bzw. oder Schlagobers verwendet, aber das ist einfach nur falsch. In einer Carbonara hat Sahne absolut nichts verloren. Ich zeige dir heute, wie du ohne Sahne trotzdem die super tolle cremige Carbonara-Soße zusammenbekommst. Dafür nehme ich eine Schüssel, schlage 4 Eier auf und rühre diese gut um. Im originalen Carbonara-Rezept verwendet man einen Pecorino, der hat einen sehr intensiven Geschmack und einen sehr hohen Salzgehalt. Alternativ kannst du natürlich auch eine Mischung aus Pecorino und Parmesan nehmen oder nur Parmesan, wenn es sein muss. Aber nicht vergessen, heute geht es um das originale Carbonara-Rezept. Also, circa 300 Gramm Pecorino Romano werden in der Reibe fein gerieben und ich gebe den Käse zu den verquirlten Eiern dazu. Danach kommt eine stolze Portion frisch geriebener Pfeffer dazu und anschließend rühre ich das Ganze mit einer Gabel gut um, bis es eine homogene und schöne cremige Masse wird. Bei dem Pasta werden im originalen Carbonara-Rezept gerne etwas dickere Pasta verwendet, sodass sich die Soße schön um den Nudeln legen kann. Traditionell verwendet man Spaghettoni oder Bucatini, also ähnlich wie den Spaghetti, aber einfach etwas dickere Pasta. Alternativ kannst du gerne auch Rigatoni oder so verwenden. Ich habe mir beim Italiener diese Bucatini-Pasta besorgt. Die Pasta werden in Salzwasser entsprechender Kochzeit gekocht. Und jetzt heißt es, alles miteinander vermischen und bitte unbedingt darauf achten, dass die Pfanne, in dem der Guanciale drinnen ist, zwar super heiß ist, aber die Herdplatte nicht mehr aufgedreht ist. Als erstes gebe ich die Pasta in die heiße Pfanne und rühre alles etwas um. Anschließend kommt noch fast ein ganzer Schöpfer Pastawasser in die Schüssel zur Soße hinein. Die Herdplatte wird jetzt auf aller niedrigster Stufe aufgedreht.
Ich gebe noch einen Schuss Pastawasser in die Pfanne, überführe die cremige Soße in die Pfanne und rühre das Ganze für etwa 3 bis 5 Minuten gut um. So in etwa sollte das Ganze aussehen. Schau dir bitte diese unglaublich herrliche Soße an und wie sie sich cremig in die Pasta einbaut und hineinkuschelt. Love it! Liebe Cooking Friends, fertig sind sie, meine Carbonara-Pasta nach dem original italienischen Rezept. Und ich meine, was soll ich mehr sagen? Ihr habt es selbst gesehen. Das Kritischste an dem ganzen Rezept ist die cremige Soße bzw. die cremige Konsistenz der Soße. Und ist mir das nicht sensationell gelungen? Und jetzt heißt es kosten und darauf, wie immer, freue ich mich besonders. Los geht's! Einmal schön einrollen die Pasta. Woo! Wow! Boah! Oh, ich habe eine ganze Haut. Herrliche Noten. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist einfach, bitte mach's nach und iss es einfach selber. Es ist einfach so geil. Wenn dir mein heutiges Video und das Rezept gefallen haben, dann lass mich das super gerne wissen, indem du einen Daumen hoch da lässt und einen Kommentar. Das Rezept und die genauen Mengenangaben findest du wie immer unten in der Infobox verlinkt. Ansonsten, my dear cooking friends, freue ich mich schon riesig auf das nächste kulinarische Erlebnis auf YouTube mit dir.